Hallo Leute und willkommen zurück zu Minecraft Stone. Lange ist es her. Ja Leute, letzte Woche kam ja am Mittwoch und am Samstag hintereinander Minecraft Aircraft. Dafür wollte ich mich nochmal entschuldigen, denn ich wollte eigentlich die Folge Minecraft Stone an dem Tag aufnehmen. Nur leider ist es so, dass ich da Halsschmerzen hatte und nicht die Möglichkeit hatte, aufnehmen zu können. Aber dafür werden jetzt diese Woche zwei Folgen hintereinander Minecraft Stone kommen, um es halt auszugleichen für euch. So, wir haben einiges diese Folge vorbereitet, Leute. Und zwar, ihr seht es hier in der Kiste, haben wir einiges an Sachen zum Schmelzen. Denn ich habe außerhalb der Folge einiges vorbereitet. Ich habe ein paar Gravel hier durchsieben lassen. Ich habe auch ein paar Diamanten bekommen, Emeralds und Lapis Lazuli. Und ich würde mal sagen, dass wir jetzt mal die eben schnell hier in den Ofen packen. Da ist auch noch etwas von letzter Folge. Und dann haben wir gleich gut was an Erze. So, ihr seht gerade hier im Inventar, ich habe den Cobblestone-Generator, Tier 2 und ein paar Lava-Eimer, die Crucibles und den Magma-Generator genommen. Denn es ist so, dass hier einfach, das ist blöd, kein Platz wirklich, also nutzen wir ihn anders. Und zwar, ich werde das hier wegpacken. Diese ganzen Siebe, die werden wir nicht gebrauchen. Ich werde den Platz anders nutzen. Und dort wird dann einfach die Autosiebproduktion beginnen. Ich würde mal sagen, dass wir dann einfach die Axt nehmen und das hier schon mal abbauen. Und die ganzen Siebe und Meshes hier mitnehmen. Und ich habe auch gerade auch noch schon in der Kiste einige Sachen für die Kabel vorbereitet. Denn für das gesamte Konstrukt werden wir nicht nur Item-Cable gebrauchen, denn wir brauchen auch Fluid und Energiekabel, damit wir den Strom, der von den Lava-Generator produziert wird, auch sortieren können. Umlagern können, genau. Leiten können, wohl eher. Gut, dann tue ich mal die Siebe erstmal bei den ganzen Maschinensachen und die Meshes. Fürs Erste brauchen wir sie nicht, aber was jetzt auf jeden Fall gebrauchen werden, ist dieser Eisenhammer. Wir machen uns jetzt mal so einen schönen Raum hier. Hier ist es ja auch 5x5, genauso wie hier. Ich werde es möglichst symmetrisch halten. Und diesen Platz können wir leider nicht nutzen. Deswegen werden wir jetzt hier was bauen. Wir gehen dann 5 in diese Richtung und machen uns jetzt mal, würde ich mal sagen, so ein 13x13 Raum, so wie es auch bei den anderen Räumen haben. Dann würde ich mal sagen, höhlen wir das mal hier schön aus. Und da ist auch schon mein Hammer kaputt gegangen. Ja, wir brauchen einen neuen. Und wir müssen uns auf jeden Fall hier ausleuchten, damit hier ja keine Monster spawnen. Warte mal, ich mache mal das hier. Ah, hier spawnen auch schon Monster. Warte, hier haben wir die... Ah, wir haben die fucking hier platziert an der Stelle. Ich will das hier möglichst... Das muss ja schon richtig hier symmetrisch sein. Darauf achte ich jetzt sehr. Gut, nehmen wir mal das ganze Geschmolzene. Oh, 37 Eisen. Let's go! Oh nein, meine Kabel. Die will ich nicht wegschmeißen. Und die ganzen Cobblestone brauchen wir nicht. Warte mal, ich tue es mal einfach mal hier rein. Oh ja, da wurde direkt einfach alles aus dem Inventar genommen. Warte, da können wir auch das hier nehmen. Einfach hier reinpacken. So, jetzt machen wir uns mal wieder so einen Eisenhammer, damit wir gleich schön viel Platz haben in den Raum. Da wird auch, glaube ich, noch viele andere Maschinensachen sein. Nicht nur Lavaproduktion, Stromproduktion, auch Erzproduktion und alles Mögliche. So, da würde ich mal sagen, machen wir mal weiter. So, jetzt haben wir einen 13x13 hoch 4 Raum. Und das sollte mehr als genug sein für das, was wir vorhaben. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir das hier anfangen, an der Stelle. Und platzieren mal schon mal hier erstmal die Crucibles. Wir brauchen ja Lava. Und damit die auch was produzieren, baue ich das mal da drunter ab. Und platziere die Lava hier, damit der auch eine Hitzequelle hat. Und das Cobblestone-Wasser gleich durchkommt, auch arbeiten kann. Jetzt brauchen wir nur noch Kabel. Zack, zack, zack. Ich glaube, das reicht schon, wenn man einfach das direkt hier drüber platziert. Nee, man braucht mal ein Extraction Cable. Okay, dann bauen wir das mal hier eben schnell ab und platzieren das Extraction Cable. Wir werden auch sowieso davon einiges mehr brauchen. Super, perfekt. Dann hätten wir den Schritt fertig. Jetzt brauchen wir nur noch eine Möglichkeit, um die Lava, die produziert wird, auch rauszufiltern aus den Crucibles. Und da habe ich direkt das Richtige. Und zwar hier diese Bricks und das Gold. Mit den Bricks und mit dem Gold kann man sich das Fluid Cable machen. Das habe ich mir auch schon außerhalb der Folge ein bisschen vorbereitet. Fluid Cable, sehr schön. Und ich habe mir auch gut was an Clay besorgt, damit wir auch richtig gut was an Bricks machen können und diese Kabel produzieren können für die Zukunft. Da habe ich schon vorgesorgt. Und wir können es auch für das Grout benutzen. Ihr seht ja hier, hier bei Grout, dass man das braucht, um die Tinkers Construct Smeltery zu bauen. Und da hätten wir da schon mal ausgesorgt. Und wir brauchen, glaube ich, auch nur Sand und nochmal Gravel. Und ich glaube, dann hätten wir alles dafür. Dann können wir demnächst die Erze, die wir dann produzieren, in die Smeltery reintun und dann kriegen wir doppelte Erze, Leute. Das wird dann auf jeden Fall richtig hier abgehen. So,
Was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen ja irgendwas, um das Rauch zu filtern. So, dann geben wir mal Extraction Cable hier ein. Und es gibt hier Fluid Extraction Cable. Da brauchen wir wieder Gold Nuggets und eine Rate and Pressure Plate und wieder so einen Dropper. Und ich glaube, ich sollte jetzt mehr als genug... Ja, ich habe noch einiges an Redstone. Dann machen wir jetzt einfach mal ein paar mehr, würde ich sagen. An Droppern jedenfalls. Weil ich weiß, dass wir die auf jeden Fall brauchen werden. Warte mal, war das so? Ah ja, so machen wir den Dropper. So, und ich brauche noch einiges an Iron Pressure Plates. Und jetzt machen wir das, glaube ich, so. Zack, zack, zack. Und dann eine White Pressure Plate. Ja, jetzt haben wir das Fluid Extraction Cable. Sehr gut. Und der nächste Schritt wäre, den Strom, den wir dann produzieren, auch ja, zu nutzen. Und dafür brauchen wir ein Energy Cable. Und das ist sehr teuer, denn es braucht verdammt nochmal Redstone. Und davon haben wir nicht allzu viel. Deswegen versuche ich jetzt mit sehr schwarzem... Scheiße. Ich habe so das Gefühl, dass wir noch einiges an Redstone gebrauchen werden. Aber wir werden ja jetzt in Zukunft mehr bekommen. Warte mal, ich esse mal den Fisch. Denn ich habe ja ein paar Diamanten bekommen. Und ihr seht gerade hier bei den Kisten ist ein bisschen was an String und ein Diamanten. Ihr kennt ja die Stufen String Mesh, Flint Mesh, Iron Mesh und Diamant Mesh. Und je nachdem sind die Chancen, die Erzen daraus zu bekommen, höher. Und da sollten wir gleich richtig gut was an Redstone bekommen. Würde ich mal sagen, craften wir uns mal sowas. 4 Stück. Das tun wir mal hier rein. So, zack, 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 zack. Hier so. Und wir haben jetzt einen Diamond Stift Mesh. Und weil wir jetzt in Zukunft jetzt diese 24er Sieves nicht benutzen, werde ich aber jetzt das Heavy Oak Sieve hier direkt packen. So, so, haben wir jetzt hier das Diamond Sieve, was super cool aussieht. Und ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt in Zukunft noch einiges mehr an Redstone gebrauchen werden. Aber dafür werden wir später die Garden Cloche haben. Die Garden Cloche war ja dieses Terrarium, wo man eine Pflanze reintun kann und die super schnell wächst. Ich glaube, ich werde mir dann als mystische Agricultur so eine Redstone-Pflanze machen. Ich glaube, das könnte richtig gut sein. Und ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare nebenbei schreiben, wie ihr das so mit Facecam jetzt findet in Minecraft Stone. Ich habe jetzt auch in Minecraft Aircraft den letzten beiden Folgen mit einer Facecam gemacht. Und ja, ich hoffe, das kommt gut an und dass euch mein Gesicht sympathisch rüberkommt. Damit das Video auch irgendwie einen guten Eindruck vermittelt. Gut, wo war ich denn jetzt? Ich habe, warte mal, ich komme gerade nicht mit. Ah ja, stimmt. Ich wollte ja Redstone produzieren. Dann nehmen wir mal jetzt hier 7 Compressed Cobblestone, platzieren ihn, bauen ihn wieder ab, packen das Gravel zusammen, platzieren es und bauen es wieder ab. Und nun packen wir das Dirt zusammen, platzieren es und bauen es wieder ab. Nun nehmen wir das Sand, packen es zusammen und jetzt haben wir Compressed Sand, platzieren ihn und bauen ihn wieder ab. Jetzt packen wir das Dust zusammen und haben jetzt einen Compressed Dust Block. Und jetzt packen wir ihn mal durch und hoffentlich kriegen wir dann viel mehr Redstone. Ich kann ja eben schnell einfach mal nachschauen, wie hoch die Chance ist bei Sieb hier. Zack. Und da kann man jetzt die Chancen nachschauen. So, bei Flint, Eisen. So, bei Eisen kriegt man aus Compressed Dust mit einer 10%igen Chance 7 Redstone. So, und jetzt schauen wir mal mit Diamant-Sieb, wie hoch die Chance ist. Die Chance ist dann bei 20%, also doppelt so hoch. Also, wenn wir da jetzt nicht Redstone bekommen, dann weiß ich auch nicht. Wir haben jetzt zurzeit 4 und mal schauen, wie viel jetzt bekommen werden. So, wir haben jetzt tatsächlich 9 Redstone bekommen. Für ein Stack ist das ziemlich gut tatsächlich. Ich tue mal jetzt hier, ich habe jetzt Iron Nuggets. Ich sollte mal die ganzen Erze, die wir geschmolzen haben, jetzt mal hier reintun. So, damit wir auch Platz haben für den ganzen Scheiß hier, den ich jetzt ja bekommen habe aus dem Staub. Das sollten wir auch mal hier reintun. Das Knochenmehl, tue ich mal hier rein. Crushed Black Quartz, auch nicht schlecht, da haben wir schon 32 Stück. Obwohl ich noch nicht weiß, was man, okay, da kann man Black Quartz machen, wenn man schmilzt. Und das kann man für gewisse Sachen benutzen, mit denen ich mich noch nicht auskenne. Falls jemand Tipps in die Kommentare schreiben könnte, wäre das echt lieb, was man mit diesem Black Quartz so alles so später machen kann. Aber bislang sagt mir das jetzt wirklich gar nichts. Gut, das Nickel Ore Piece können wir zusammenpacken. Das Silver Ore Piece zusammenpacken. Und jetzt auch mal hier. Nein, ich will nicht das Redstone ver... Nein, das kann man braten. Zu Flux. Nein, danke. Ich brauche das Redstone tatsächlich sehr oft. Jetzt in Zukunft für die ganzen Energiekabel. So, jetzt haben wir ein Nickel, ein Silber und tun das mal wieder hier rein. Super. Wo waren wir? Ah, stimmt. Ich wollte jetzt hier ein paar von den Clay nehmen. Ich nehme mal so einen Stack und brate den hier einfach mal durch. Denn wir brauchen ja für die Energiekabel hier wieder diese Bricks. Und ich glaube, für das Energy Extraction Cable, ja, da brauchen wir einfach nur das hier. Da können wir ja schon mal das Energy Extraction Cable hier einfach machen, würde ich mal sagen. Dass die ganze Energie einfach rausgelutscht wird aus dem Teil. Wie wir die Energie nutzen, das weiß ich noch nicht ganz. Ich glaube, wir können dann einfach uns dafür sorgen, dass wir ein...
ein Auto-Crusher und ein Auto-Sieb machen. Das wäre ja auch hier bei der Questreihe, glaube ich, schon da. Oh, wir haben sogar hier die Diamond Mesh. Ja, sehr schön. Wir haben die Quest fertig. Jetzt müssen wir nur noch ein Auto-Sieb machen und ein Auto-Crusher. Damit wir das Cobblestone, was da produziert wird, wieder halt zu Gravel machen und dann durch den Sieb packen. Oh, da werden wir so eine richtig lange Kette machen müssen, damit wir alles möglich produzieren. Aber ich freue mich sogar tatsächlich drauf. Oh, wir haben sogar was an Gold bekommen. Nice. Gold ist echt selten. Das will ich auf jeden Fall später produzieren. So, Bricks. Nice. Oh, 41. Packen wir die mal zusammen. Da können wir jetzt auch hier die Energiekabel machen, weil das Extraction Cable haben wir ja. Warte, nehmen wir nochmal 3-4 Stück raus. Machen die Bricks nochmal zum Block und dann nochmal hier zusammenpacken. Oh, da fehlt was. Ah, ich brauche noch einen. Okay, dann nochmal einen. So. Ich hab mich ganz kurz verrechnet gerade. Da fehlt da einer. Ich brauchte 6. So. Und jetzt machen wir unsere Cable hier. Das erste machen wir 8. Das sollte reichen. Das Blazeporter tue ich mal auch mal hier rein. Auch die Charged Shadows Quartz Crystal und die Shadows Quartz Crystal. Alter, ich versprich mich da wirklich. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem Blue Slime Crystal überhaupt machen soll. Falls irgendjemand weiß, schreibt's gerne in die Kommentare. Denn ich kenne mich überhaupt nicht aus. So, weiter hier. Petto. Deutsch ist eine schwere Sprache. So. Magmatic Generator. Ich kann nicht aussprechen, Mann. Magmatic Generator. So. Und jetzt brauchen wir nur noch ein Fluid Cable und packen das hier durch. Und jetzt, warte mal, machen wir das mal hier auf 1. Und jetzt bekommt der Lava. Richtig gut. Und wir könnten sogar auch ein Speed Upgrade machen. Der ist von Extra Utilities. Dann schaue ich mal bei Extra Utilities, ob ich einen Speed Upgrade machen kann, damit er das auch hier verbrauchen kann. Weil ich habe so das Gefühl, dass er jetzt schon überfüllt ist. Warte, Extra Utilities. Gibt es hier irgendwo ein Speed Upgrade? Hier, Upgrade Speed. Das erhöht den Speed von dem Generator. Und den macht man mit sich mit einem Upgrade Base, mit einem Redstone Block, Gold Ingot. Der ist also recht teuer. Wie macht man das Upgrade Base? Man braucht man so einen Resonator. Da brauchen wir wieder Redstone, Eisen, Kohleblock und Redstone. Ah, da brauchen wir Ender Shards. Und die bekommen, ah, okay. Wenn wir das mal jemals upgraden müssen, da wir zu wenig Energie produzieren, können wir das ja mal machen. Aber fürs Erste ist das eigentlich mehr als genug. Der kriegt hier mehr Lava. Okay, genug Lava. Oh, wir haben schon 658.000 RF. Das ist verdammt viel. Dann würde ich mal sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, öffnen wir mal eben schnell hier das Loot-Chest. Enderhammer. Danke. Kann ich eigentlich sogar sehr gut gebrauchen. Erstmal wieder unseren gebratenen Fisch. Ich habe mir einfach aus diesen ganzen Lootbags, die wir bekommen haben, die Fische gebraten fürs Essen. Jetzt regenerieren wir auch schön. Sehr gut. Jetzt brauche ich einen Auto-Crusher oder ein Auto-Hammer. Wir brauchen halt auch noch einen Auto-Compressor, weil das Cobblestone, was jetzt Auto gehämmert wird und zu Gravel gemacht wird, das müssen wir jetzt wieder zusammentun, weil bei man kommt man nicht alle möglichen Erze aus Gravel. So, wie macht man sich den Auto-Hammer? Das ist teuer. Und was ist mit dem Auto-Compressed-Hammer? Wollt ihr mich verarschen, Alter? Wie teuer ist der Mist? Junge, das sind 18 Diamanten. Ich glaube, wir machen erstmal die kleine Variante. Auto-Hammer, ja, mit einem Diamant-Hammer. Sollten wir eigentlich genug haben. Wir brauchen noch ein paar Sticks hier. Warte mal, kann ich diese Oak-Slabs zusammenpacken? Ja, das geht. Okay, super. Dann könnte ich, glaube ich, mit dem einen Oakwood Plank und mit dem Spruce Wood Plank Stöcker machen. Perfekt. Brauchen wir 2 Diamanten. Davon haben wir zum Glück außerhalb der Folge was bekommen. So, hier 2 Diamanten. So, ein Diamanthammer. Ich glaube, ich darf den nicht benutzen. Ansonsten kann ich es nicht für den Crafting-Rezept benutzen. Okay, 2 Rate und Pressure Plate haben wir. Wollen wir nur noch ein bisschen was an Eisen. Aber davon haben wir jetzt mehr als genug. Gut, dass wir außerhalb der Folge uns einiges gemacht haben. So, dann macht man das so. Und zack, zack. Und ein Diamanthammer. Super, jetzt haben wir den Autohammer. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch einen Cobblestone-Generator tatsächlich. Denn wir brauchen ja auch irgendwie Cobblestone, das gecrushed werden kann vom Hammer. So, ich würde sagen, da machen wir uns einfach einen ganz normalen. Da brauchen wir einfach nur Glas. Glas müssten wir, glaube ich, noch irgendwie vom letzten Mal hier irgendwo haben. Ja, hier ist Glas. Da brauchen wir eigentlich nur ein. Und da brauchen wir einen Lava-Eimer und einen Wassereimer. Aber wir haben ja jetzt genug Lava, die wir jetzt produzieren. Hier eine Wasserquelle. Ich muss auch unbedingt dann schauen, wenn ich dann auch diese Produktion hier fertig bekommen habe, dass ich dann diese Monster unbedingt mit diesen Iron Spikes töte. Weil ich höre die ganze Zeit hier in der Nähe. Ja. Das ist nicht so angenehm, Leute. Wirklich ständig diese verdammten Monster zu hören, wenn man hier arbeitet. So, nehmen wir uns einen Lava-Eimer, machen jetzt unseren Cobblestone-Generator. Und ich glaube, ich könnte den auch direkt zu Tier 2 machen. Obwohl, ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt nötig. Muss ich das andersrum machen? Warte mal.
Ah, so rum war. Super, jetzt haben wir einen Cobblestone-Generator. Der produziert ein Cobblestone alle 40 Ticks. Super. Und die verbesserte 8 Eisen. Will ich das Eisen verbrauchen dafür? Denn ich glaube, wir brauchen noch viel Eisen für den Autosieb. Oh ja, der ist verdammt teuer. Okay, dann lieber nicht. Dann sollte der kleine Cobblestone-Generator eigentlich reichen. Dafür brauchen wir jetzt aber wieder... wir brauchen wieder was an Eisen tatsächlich. Denn wir müssen uns wieder so ein Extraction-Cable machen. Das war ja, glaube ich, mit Eisen-Nuggets, wenn ich mich nicht irre. Und einen Dropper und Raid Pressure Plate. Ja, super. Perfekt. Dann können wir jetzt auch mal direkt anfangen, all das zu platzieren. Ich würde sagen, wie platzieren wir das am besten? Also hier kommt der Strom gleich raus. Ich habe dafür jetzt auch das Extraction Cable. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur ein Cobblestone Generator. Dann platziere ich das mal hier so. Und jetzt hier das Item Extraction Cable. Und jetzt hier den Auto Hammer. Zack, sehr schön. Und jetzt bekommt er Cobblestone. Und er braucht Hammer, um zu arbeiten? Also da ist doch eigentlich ein Hammer drinne. Das sollte eigentlich reichen. Jetzt braucht er eigentlich nur Strom, Leute. Warte mal, ich will mal sehen, wie das aussieht. So, das Stromkabel. Obwohl, warte mal, ich habe eine Idee. Jetzt ziehen wir die Stromkabel hier so ein über, dass hier unten hier die ganzen Item-Kabel sind und hier oben dann einfach die Stromkabel. So, dann mache ich mal die Tick-Rate auf 1, damit er nicht einfach direkt das ganze Strom... Ja, jetzt hat... Boah, jetzt hat das ganze Strom erstmal genommen. Das zieht erstmal übertrieben viel pro Trick ab. Deswegen war auch gefühlt der jetzt hier gerade ausgelutscht an der Stelle. Und ist es immer noch, weil der einfach viel zu schnell das Extracted rausnimmt. Oh. Sprachen lernen, Bubble. Ich soll es mit Englisch manchmal nicht versuchen. So, jetzt platzieren wir mal das Stromkabel. Jetzt sollte er Strom bekommen. Ja, und jetzt tatsächlich, der produziert ja RF. Und der Autohelmer braucht FE. Der wandelt das eigentlich direkt um. Das ist verdammt gut. Und der macht jetzt hier Arbeiten, wie es aussieht. Und ich glaube, den müsste ich ein bisschen höher machen, weil der kriegt viel zu wenig Strom. Das ist zu viel. Warte, kann ich nicht die Zahl einfach, warte mal. So, so geht das mit der Pfeiltaste. Okay, machen wir mal 20. Kriegt er genug? Ah, sehr gut, sehr gut. Jetzt produziert er Gravel, Leute. Perfekt. Jetzt brauchen wir, na, wieder schon ein Extraction Cable. Gott, sind die Viecher teuer. Ja, sonst kriegen wir nichts daraus. Ey, das finde ich so cool mit dem Hammer, dass er dort arbeitet. Perfekt. Und er hat jetzt auch genug Strom. Ich würde sagen, dass wir das dann, das Stromkabel einfach hier so platzieren, dass ich dann hier gleich alle Apparate platziere, die Strom brauchen. Gut. Jetzt müssen wir ein Extraction Cable machen, damit das ganze Gravel, was dort produziert wird, auch wieder rausgetan wird. So, dann machen wir Pressure Plate, Eisen Nuggets. So, Item Extraction Cable. Ich glaube, wir bräuchten da sogar noch eins mehr. Dann machen wir uns nochmal so einen Dropper hier. Zack. So, Dropper. Und dann wieder Eisen. Ah, mir fehlt eine Pressure Plate, warte. Dann machen wir noch ein paar mehr. Zack. Aber nicht zu viel. Ah, wir brauchen nicht wieder Eisen. Das ist so teuer hier, Junge. Jesus Christus. So. Zack, zack. Extraction Cable. Ich glaube, wir machen nochmal ein paar. Wir brauchen jetzt eins, damit das Gravel zum Autosieb kommt. Und dann nochmal eins, um es zu lagern. Ich glaube, dann haben wir es tatsächlich. Nee, dann müssen wir es compressen. Weil da kommt jetzt diese ganzen Stückchen rein. Und die müssen jetzt zusammengepackt werden. Und das heißt, das ist so teuer. Nochmal ein Eisenblock. Willst du mich verarschen? Okay. Naja. Führt kein Weg hinweg. Wir müssen dann wohl nochmal das kompressen, alles hier und es platzieren. Und wieder abbauen. Und jetzt nehmen wir das Gravel, packen es zusammen und ziehen das jetzt mal hier durch den Sieb und schauen, dass wir mal richtig viel Eisen bekommen. Jetzt sollten wir auch einiges mehr bekommen, weil wir jetzt neuerdings diesen Eisen... Diamant, ich meine Diamant. Was für Eisen, Alter. So, jetzt haben wir es durchgepackt. Wir haben einiges an verrückte Sachen bekommen. Tatsächlich auch gut was an Diamanten. Also, das ist verdammt gut. Und ich habe auch irgendwas anderes bekommen. Staub der Unendlichkeit? What? Hey? Was kann man? Falls irgendwer weiß, was man damit machen kann. Oh, ich könnte zum Beispiel Infinity-Bogen machen. Wow. Ist das irgendwie... Ich weiß nicht. Also, schreibt mir... Kann er mit einem Solarpanel machen? Wow, toll. Ja. Das produziert was, wenn es offen hier was hat, ne? Ja, schön, wenn da nur Stein ist. Ja, sehr praktisch. Danke. Ja, kann ich für die Tonne kloppen, Alter. Was soll denn der Mist? So, wir haben ein Lead, das pumpen wir mal weg. So, wie viel Eisen haben wir? Ist das mehr als genug? Ah, wir haben gut was an Kupfer. Mann, warte. Zack, Kupfer wegschmeißen. Ich will diese Reste eigentlich nicht. Kann ich auch direkt hier bearbeiten und den Rest dann einfach wegschmeißen. Und dann tun wir das Eisen mal hier rein. Wir haben auch gut was jetzt an Bricks. Und jetzt müssen wir Eisenblöcke machen. Wir brauchen jetzt den Autosieb. Bislang brauchen wir noch nicht den Autokompressor fürs Erste. Bislang haben wir nur die Staubkörner, die wir dann produzieren. Wir brauchen zwei Eisenblöcke. Ah, ist das teuer, Mann. Alter. Ah, Mann, das ist viel zu teuer, Alter. Was brauchen wir noch dafür, für den Auto-Heavy-Sieb? Ah, einfach ein Heavy-Sieb. Okay, packen wir das mal hier durch.
Zack, so. Ich glaube, das Diamond-Sieb können wir dann auch später gebrauchen. Dann war das so. Zack, 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 zack. Zwei Eisenblöcke. Okay, ich muss mal schauen. Ah, Glas-Paints. Oh, warte mal. Dann nehmen wir mal eben schnell die Glasblöcke hier aus der Truhe. 6 Stück. Und machen uns Glasscheiben. Zack, 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 zack. Zack, so, jetzt haben wir Glasscheiben. Und warum mache ich das eigentlich? Ich verstehe nicht, auch in den letzten Folgen habe ich das gemacht. Aua, hab meinen Kopf gestoßen. Dass ich einfach die Sachen direkt einfach hier gecraftet habe. Alles manuell. Anstatt einfach so, zack. Oh, wir brauchen ein normales Sieb. Oh, warte mal, da können wir das eigentlich jetzt hier direkt hier wieder platzieren. Mein Fehler. Stimmt, ja, wir brauchen das für den Compressed Sieb dann. Der wird dann aber super teuer sein, glaube ich. Oder? Heavy Sieb? Der braucht Stahl? Wie mache ich Stahl? Hä, wie mache ich jetzt Stahl? Gott, keine Ahnung, aber fürs Erste brauchen wir ja nicht unbedingt Stahl. Aber, das war's aber auch schon mit der Folge. Ja, wir werden in der nächsten Folge diese Produktion hier weiterführen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr nichts vom Let's Play verpassen wollt, dann bitte abonniert mich doch auf YouTube. Das würde mich sehr freuen. Lasst doch gerne einen Like da und schreibt doch lieben gerne einen Kommentar und Vorschläge für Minecraft Zone. Das würde mich sehr freuen. Schaut doch lieben gerne bei den anderen Let's Plays vorbei. Und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.